Hallo, weiter geht's mit Castle Crush. Willkommen dazu, ich bin der Lars und ich grüße euch ganz herzlich zur weiteren Party hier auf meinem wunderbaren Kanal. Das Einzige, was wir aktuell auf jeden Fall alle brauchen, ist ein Haarschnitt. Ich grüße euch, was geht ab, Leute? Ich hoffe, ihr habt Spaß, ich hoffe, ihr seid gesund und ich hoffe, ihr habt Lust, ein weiteres Video euch zu gönnen, was es hier jetzt bei meinem wunderbaren Kanal gibt. Irgendwie passen gerade meine Soundeinstellungen nicht. Moment. So, da sind wir wieder. Sorry, ich habe letztes Mal so im Livestream rumgeschrien, dass einfach meine ganzen Einstellungen im Arsch sind. I don't know why, but ist halt so. So, let's go, Leute, lasst uns loslegen. Es ist Ostern, beziehungsweise es ist Karfreitag. Und ihr wisst alle, was das bedeutet. Das heiligste Fest hier im Christum. Nein, wir reden natürlich über Castle Crush, über was denn sonst. Scheißegal. So, trotzdem, ne? Wie gesagt, ist ein wichtiger Feiertag, aber wir wollen über andere Sachen reden, auch nicht über Corona, irgendeine Scheiße, weil das macht ja nur Depri. Wir wollen Spaß haben und wir wollen auf jeden Fall richtig losrasieren, Hakenstrich mit Benzin, wie es sein muss. Richtig geile Kisten hier, oh mein Gott, das beste Opening ever. Kurz angekündigt hier, neues Thumbnail, bestes Opening ever. Wir öffnen die krassesten Kisten in diesem Game nicht. Fangen wir mal mit der Silberkiste. Silberkiste, oh. Eiselementar und ein Zwerg. Was haben wir hier denn? Eine weitere Silberkiste. Oh mein Gott, ist das nicht großartig? Oh yeah. Affenpirat und die Madame. Und was kommt noch? Ja, hier. Guck mal hier. Pfeile, Eiselementar. Ist ja unglaublich. Ohne Witz, Leute. Krasser geht's nicht hier. Legendaries und super krasse Karten. Bis zum geht nicht mehr. Gerade das Kiste noch kurz eben gehört. Was haben wir hier Tolles drin? Wir schauen mal kurz rein. Ja, natürlich. Der Verzauberer. Er lächelt mich jedes Mal so an mit seinem kleinen sexy Schnurrbart. Und ich glaube, wir werden bald entdecken mit dem... Oh. Etwas Episches. Letztes Mal Legendary gegönnt hier in der Free Chase. Jetzt bekommen wir sogar eine epische Karte. Der Flaschengeist. Wieso denn nicht, Leute? Der ist doch gar nicht mal so bad, ne? Sonst, hier müssen wir noch Gas geben. Ich habe noch 33 Minuten Zeit, dann ist das Ganze vorbei. Aber ich habe alles gemacht, außer montags. Bei montags ist ja alles scheiße, ne? Nee, es ist heute erst Freitag. Es ist total verwirrend. Ich dachte, wo ist das legendäre Wochenende? Es ist ja erst Freitag. Manometer. So viel Freizeit. So, kurz den Kollegen hier gegönnt. Die Madame hier gegönnt. Let's fucking rush this shit, man. Erstmal kurz ein Küsslein. Ih, hör doch mal auf mit so einem Blödsinn. Lass doch bitte meine Heiler in Ruhe. Das ist doch... Ich doch gar nicht so schön. Ich mach kaputt. Wundere Bärchen. Okay, dann kommt der Kollege hier reingenascht. Ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall dann mal den Kollegen da einsetzen. Kommt er noch frühzeitig? Na, kommt er nicht. Scheißegal. Komm, rush da durch die alte Rotze. Dann noch kurz den Zwerg hin. Wie groß die alle werden durch diese Challenge. Finde ich lustig. Rush is a new place. Da kommt, Alter, ein Blitzi. Let's blitz this shit, oder was? Trotzdem gewonnen. Gar kein Ding für den King. GG. Kurz die Walnuss rausgeklatscht hier. Von wegen easy, vernascht und tschüss. Voll die Diva, ne? Mega die Diva. Und wir gönnen uns eine neue Kiste. Gefällt mir auf jeden Fall, was bekommen wir Tolles. Ein Legendary. Ja, schade. Immerhin 86 mal die Bombe. Ja, das ist ja richtig bombenmäßig geil, oder? Bombenstimmung mal wieder hier. So, dann würde ich mal sagen, legen wir so los und wenn es ein paar Kisten gönnen, ich hoffe keine Silber, ne? Weil Silber sind halt allgemein Dreck, Schmutz. Das, was man unter dem Fingernagel hat, nachdem man irgendwie draußen gearbeitet hat oder so. Das ist einfach nur, das ist eine Silberkiste. Die wollen wir nicht haben. So, kurz. Der Kollege reingelümmelt. Let's go. Ich habe mein Sensenmann Rush Deck hier noch am Start. Meine Damen und meine Herren. Let's, guck mal, lebt sogar noch. GG. Können sogar noch beschützen. Was machen wir jetzt hier? Komm. Beschützen wir den Jungen. Achso, ja dann. Dann zwitschen wir die Lane. Dabei krieg ich den trotzdem weg. Ich setz mal trotzdem den hier rein. Einfach just for fun. Oh, er war schneller. Das ist so lächerlich, ne? Mit einer Karte kannst du einfach so hart die Kollegen vergenussfäkeln. Ohne Witz, für den ist Ostern erstmal Geschichte. Da gibt's keine dicken Eier. Nee, nee. Das war's, GG. Und wieder eine Silberkiste. Warum geht die auf diesen Slot und nicht ganz da unten? Ich habe keine Ahnung. Aber warum wieder eine Silberkiste, Leute? Wir wollen die doch nicht. Silber ist scheiße. Scheiße. Give me wenigstens Gold. Aber ich habe mal wieder Bock auf eine richtig geile große Kiste. Aber die Entwickler denken sich, nee, ohne Geld gibt's das nicht. Der Geld rein, sonst kriegst du nur einen Arschtritt von uns. Ja, ist okay. Ali ist am Start. Ali G in the house. So, machen wir den kurz. Oh, er zwischt direkt die Lane. Let's switch his shit, baby. Haben wir einen Sensenmann oder so? Wir haben Skelette. Wayne. Komm, du willst einen Rush? Ich will auch einen Rush. Rush uns gegenseitig. Ich hab Bock drauf, du hast Bock drauf, wir haben alle Bock drauf. Komm, was Tolles. Zumindest den Kollegen hier ist schon mal in Ordnung. Let's switch it. Da kommt Mr. Die. Das ist mir auch Wayne, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ja keinen Wirbelsturm. Das haben wir, glaube ich, verkackt. Er hat einen Freeze.
Wenn jetzt noch ein Wirblatt, haben wir echt verkackt. Wir haben trotzdem gewonnen, ne? Ja, GG, ne? Willst du ein Rush-Duell? Ach, hast verloren. Eine Goldkiste. Dankeschön, liebes Spiel. Immerhin besser als nix, ne? Gold ist okay. That is the place. Aber wie gesagt, ich hätte auch gern eine magische. Eine magische. So zwei klackige, geile magische jetzt noch gönnen. Wäre okay. Ich weiß gar nicht bei dem Spiel, ob die auch so einen Kistenrhythmus hat. Habe ich keine Ahnung von, ne? Ich weiß es nicht. Übrigens sind wir schon wieder fast auf 5400 Pokale, sehe ich gerade. Ja, läuft bei uns, ne? YOLO. Bin nicht tryhard-mäßig hier am Start und ne? Aber trotzdem finde ich es interessant. Ja, der Heiler ist tot, ne? Mein Jung. Da ist er down. Zurückgewirbelt. Ekelig. Ich glaube, er hat noch einen Zurückwirbler. So, egal. Von der Alpha-Kill. Der Sensenmann da oben, er lächelt schon wieder, ne? Er lächelt sich schon wieder ein, weil der einfach nur Burgen zerballern kann. Und da oben der junge Freund namens Sturmelementar denkt sich auch, YOLO, ich bin so dick, ich bin so fett, ich bin gefeedet, bis zum geht nicht mehr. Ich nasche den Kollegen schön weg, ne? Osterüberraschung, dicke Eier bekommen, sehr schön. Schön trocken, rein, so wie es sein muss. Ja, es läuft, ne? Das Deck läuft echt gut, muss ich sagen. Keine Gegenwehr, so richtig. Schon immer, ne? Also, auch wenn ich so privat, so nebenbei zocke, auf der Arbeit, in der Pause, was auch immer, ne? Man nascht halt immer rein, ne? Klar, verlierst du eins, wenn du Pech hast oder so, wenn du keine guten Karten hast und der viele Antworten hat, wie ein Joker, viele Dämonen und so ein Rotz, ist klar. Aber sonst? Ist schon eine böse Vergenussferkelung hier gerade. Ja, ich schaff den, glaube ich, nicht zu, oder? Mit Glück. Oh Gott, er hat Pfeile. Ich hätte lieber den machen sollen. Oh shit, Alter. Okay, das könnte jetzt böse enden für uns. Das zum Beispiel ist so ein Ding, ne? Er ist Level 11, der ist gefeedet. Pay to win. Pay to win. Pay to win. Ich habe keine Schuld. Oh, ich hätte lieber den Schutz machen sollen auf den Sensenmann. Wäre besser gewesen als, habe ich zwar mal Schutz, als den Freeze in der Mitte. Ja, wir haben verloren. Das kannst du nicht verteidigen. Hätten wir den Schutz da oben gemacht, wäre es GG gewesen, weil der Sensenmann wäre dran gewesen. Ich hätte ihn doppelt wegballern können. Ja, das kannst du nicht mehr verteidigen. Das war's. Video! Video! Oh. Ja. Das sind so Entscheidungen, die man treffen muss. Und die war nicht klug. War nicht klug von mir. Ich hätte den Windelementar aufgeben müssen. Den Schutz oben drauf hätte dann gewonnen. Aber ist okay. Das ist okay. Man kann verlieren, ne? Man kann verlieren. Man muss ja nicht immer alles gewinnen. Obwohl, muss man doch schon, ne? Ne, egal. Scheißegal. Mal ist noch einmal mehr. Von daher ist okay. Nächster Fight. Vielleicht war ich jetzt zu doof. Beziehungsweise, es war jetzt nicht klug zu sagen, von wegen, es ist ziemlich krass mit dem Deck, weil wir alles wegrasieren. Ich war nicht ganz so gut. Hallo! Oh, ich wollte Hallo sagen. So. Ja, kein guter Start von uns. Zweimal Sensenmann ist okay, aber wir brauchen irgendwas da irgendwie noch dahinter. Direkt zurückgewirbelt. Das ist okay. Direkt ein Wirbler ist akzeptabel. Das gefällt mir eigentlich, das schmeckt. So, das Ei. Er friest. Ich friere auch, ne? Gar kein Ding. Ich hab gehört, gegen Fries hilft auch ein Fries. Wir switchen mal die Lane. Oh. Guck mal, mein Junge, was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert? Was ist da passiert? Oh Gott. Egal. Reicht? Ja, ja. Vielleicht ein Schaden reicht. GG. Von einer Lane zur anderen und gewonnen, so wie es sein muss, meine Damen und Herren. Schön, 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 das schmeckt mal wieder sehr, sehr lecker. Und Kisten sieht man wieder, ja, ist halt einfach nur scheiße, ne? Silber, 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 Gold. Ich weiß nicht, dieser Kistenrhythmus oder Zyklus ist halt nicht so geil bei dem Spiel. Leider. Bogenschützen, 82 Mal gegönnt, neunmal den Kanonenschuss und der Feuerelementar, der ist ganz geil, der gefällt mir auf jeden Fall auch noch kurz gegönnt. 5385 Pokale, ist okay. Bestes Team haben wir bei 5-5. Ich meine, wann steigen wir wieder auf? In die Next Liga, Großmeister ab 5-4. Ja, Leute, ne? 5-8, 6-2, 6. Ja, irgendwann sind wir hier. Saisonbestleistung. Und dann wird auf jeden Fall richtig weiter schön vergenussferkelt. Sonst
Kurz hier mal reinlunzen, ne? Nächste Saison, wenn die kommt, weiß ich gar nicht. Meisterschaftsrangliste, Preise. Das wusste ich gar nicht, dass es so mega krasse Preise noch gibt. 479 Juwelen, zurückgehalten. Okay. Interessant, interessant. Das ist natürlich immer die krassesten sind hier immer oben, das sind immer die gleichen. Hier auf jeden Fall da mega gut unterwegs sind. Wir können mal kurz allgemein abchecken, was die krassesten Dudes hier machen, Topspielermäßig, was für Deckdecks die spielen. Würde mich mal interessieren, in den oberen Bereich. Wir haben hier ein Drachen-Madame-Deck, auch sehr interessant, mit einem Schocker dabei. Nicht gleich, was haben wir hier für einen Kollegen? Was spielt der? Ja, der spielt halt ein Friedhofsdeck, ne? Auch sehr, das sieht sehr knuckig, sehr geil aus eigentlich, das gefällt mir. Moment mal. So, einmal kurz Deck nachgebaut, einfach mal reintryen, ne? Warum denn nicht? Das sieht sehr lustig aus, kann man ja mal machen. Kurz geklaut. Du bist voll der Klauer, du klaust ja alles. Ich weiß, eigentlich, den gibt's hier gar nicht. Ich klaue alles, jedes Video. So, dann lass uns mal los, Vergenussferkel, mal schauen, ob dieser Kollege hier, ne, was der so abgeht. Ja, er spielt schon mal einen jungen Herren, beziehungsweise einen jungen Phönix. Wisst ihr eigentlich, dass ich schon vorher, bevor der Phönix rauskam, ihn angekündigt habe und dann kam er sogar. Zum Beispiel jetzt, hast du ein Problem, ne? Kannst du nichts spielen bei dem Deck. Hast du nichts. Ein Feuerelementar war ja gar nicht mal so schlecht, habe ich aber nicht. Ah. Hammela, Bleed. Scheiße. Das ist noch beschissener. Noch sehr beschissener. Kann der bitte kaputt gehen? Dankeschön, noch mehr Skelette kommen. Das schmeckt dem Lars. Und kurz den hier rein. Ein bisschen mehr Damage. Kurz reinfriesen hier die Kiste. Sehr schön. Werfen kurz hier einen den drauf. Ist der Damage eigentlich weg? Und haben gewonnen. Ganz ruhig bleiben. Ganz easy. Und dann kann man das Ding trotzdem gewinnen. Schön. Schön. Ich dachte, wir verlieren, aber Leute, ein Golem. Aufstieg. Oh yeah. So muss es sein. Der Lars ist auf jeden Fall der Großmeister. Zwar nicht der krasseste und beste Spieler ever EU West, aber so kann man es ja auch machen, ne? Schöner, knackiger Win wieder hier. Das Deck ist cool. Können wir weiter tryen? Let's go. Mein Kaffee ist leer. Scheiße. Jetzt bin ich deprimiert. Finde ich blöd. Bang. Bang Bang Bigelow, oder wie hieß der? Kennt den Wrestler noch von früher, 90er? Ich glaube, der hieß Bang Bang Bigelow oder irgendwie sowas. Ich meine es zumindest. Schatz. Ja. Noch so eine Madame da oben in der Mitte hier. Na egal, bekommt Dino, ist okay. Risuki. Oh, Mr. Dai. Das gefällt dem Lars gar nicht. Ich habe irgendwas zum Spielen. Jetzt wieder will ich einen Schutz draufballern oder so. Ich habe gerade nichts. Oh mein Gott. Nicht so gut. Egal, macht sie kaputt. Sehr gut. Hat sogar gepasst. Easy. Tschüss. Ja, wir rushen auch wieder, ne? Rush is a new place. Da gibt's einen Freeze. GG. Das ist geil mit dem Deck. Du kannst aber auch noch gegen rushen. Ich meine, klar, du ignorierst Sachen, wie zum Beispiel die in der Mitte und so weiter. Kannst auch nicht verteidigen. Ja? Du ziehst ja nichts, um die zu verteidigen. Ich glaube, du musst wirklich hier schnell vorangehen und schön rein vergenussferkeln. Not bad, Leute. Schreibt gerne die Meinung dazu zu dem Deck in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ist auch sehr geil. Ein Kommentar. Und ich wünsche euch noch ein angenehmes, sehr, sehr langes Osterwochenende. Genießt die Zeit mit Familie. Das darf man ja noch, ne? Aber sonst bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Tschüssi.